Und ich würde gerne den Mystery Gear und die Material Study auch auf dieser Höhe abgreifen. Gut, dann müssen wir mal gucken, was hier noch so rumschwirrt. Heinz Junior habe ich noch nicht geöffnet. Die Fuel Cell ist noch nicht so unser Problem. Wir haben ordentlich Solar. Gorsat, okay. So, hier drüben noch Mystery Goo. Ja, gut. Ja, gut. Immer diese Polen. Was? Okay, wird ein relativ kleiner Burn, 137 Meter pro Sekunde. Das sollte machbar sein. Eventuell können wir auch noch das ein oder andere Biom mit unserem Gravity Scanner abgreifen. So, ich guck mal schnell, wie lange wir brauchen, um das zu burnen. Ich denke aber, das wird nicht so lange sein. Und Dadaxa, vielen lieben Dank für deine Subscription, falls ich das nicht gerade schon gesagt habe. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Falls nicht, Dankeschön und viel Spaß beim Zugucken. Falls doch, Fehler in der Matrix, ich habe es zweimal gesagt. So, kurz brennen, 40 Sekunden. Da waren wir auch schon. Und jetzt ziehen wir mal die Handbremse rein. Und schieben das hier rüber. Und dann schadet es ja auch nicht, weil es schrieb gerade auch der Windsailer. Der Ressourcenscanner ist ab 750 Kilometer effektiv. Ja, ich bin aber noch nicht bei Ressourcenscan angekommen. Ich glaube, der High-Resolution-Scanner müsste relativ gut auf 200, 250 Kilometer. Also ich glaube, der ist irgendwie zwischen 500, 50 und 500 Kilometer ist der, glaube ich, am effizientesten. Und sollte da dann seine Pflicht erfüllen. So, da wo die Periapsis ist, kann ich sehen, wo das Funksignal herkommt. Das heißt, ich kann jetzt erstmal ausmachen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir uns hier einmal drumrum wursteln und dabei noch Wissenschaftsdaten abgreifen, was die Bude hergibt. So, Orbital Survey of Minmus haben wir noch nicht. Magnetic Field Environment around Duna, das können wir uns nochmal angucken. Die beiden erledigen wir gleich und dann können wir nachher den Orbit entsprechend anpassen. Was, der Hai ist bei 750 Kilometer der Ressourcen. Der Satz ergibt für mich keinen Sinn. Formulier das gerne etwas weiter aus, Windzelle, damit ich weiß, worauf du hinaus willst. So, den haben wir gerade erledigt. High-Resolution-Scan. Ist jetzt bei 0%, logischerweise, weil man sieht ja, was für einen krass breiten Spalt er da gerade abscannt. Der ist nicht so riesengroß. Das dauert noch einen kurzen Moment. Duna Probes machen wir mit dem nicht. Explore Duna wird erst erledigt, wenn wir zurückkommen. Duna Space Station ist im Moment auch nicht unser Problem. So, okay, das heißt, wir sind jetzt eigentlich nur mit dem Scanner unterwegs und machen mal eine Runde rüber auf die Piri. Um da dann im Low Orbit nochmal unsere ganzen Daten abzufrühstücken. Den können wir weitermachen. Da gibt es noch nichts Neues. Da waren wir noch, da waren wir schon mal. Hier waren wir auch schon mal. So, jetzt müssten wir aber gleich auch unsere Funkverbindung verlieren. Nehme ich zumindest an. Ja, jeden Moment ist Feierabend. Na? Funktioniert noch erschreckend lange. Jetzt. Jetzt ist Schluss. So. Kann ich die Scans machen? Ja. Zack.
Material Study wollte ich, Mystery Goo wollte ich, Atmospheric Pressure, zack. Zack, zack. So, dann habe ich die erstmal alle. So. Jetzt müssen wir nur kurz warten, dass hier wieder eine Funkverbindung zustande kommt. Ja, ist gerade schön, aber ich habe noch keine Verbindung wieder. Oder kann ich? Nee. Was? Requires a powered vessel. Ups. Strom ausgegangen, auch schön. Na komm. Gut, jetzt senden wir mal so ein paar Sachen raus. Was war das? Ja, kann man gleich nachgucken. Magnetometer Scan. Raus damit. Atmospheric Pressure Scan schicken wir auch raus. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass uns der Strom nicht komplett flöten geht. Sieht gut aus. So, Material Study. Ja. Machen wir erstmal. Ja, ja. Was Besseres kriegen wir aus dem hier nicht rausgezogen. Und hallo auch an den Bongo Klaus. So, Temperature Scan, feuerfrei. Und Mystery Goo. Jawohl. Und dann zu guter Letzt nochmal die Nummer mit dem Orbital Teleskop. Und dann gucken wir mal, ob sich das dann erledigt hat. Oder ob das Orbital Teleskop dann immer nochmal abgefeuert werden will. Will es. Okay. Sehr schön. Okay, dann lasst uns doch mal gucken. Ja, dann sind wir auf 333 Kilometer. Das ist dann so. Würde ich sagen, bleiben wir auch einfach dabei. Ach, wisst ihr, was mein Strom so gefressen hat? Das war garantiert der blöde Scanner hier. Scan Altitude Suboptimal. Jawohl, bin ich bei dir. Ist auch nicht der Plan, dich da zu belassen. So, dann bringen wir ihn doch mal hoch auf eine mehr oder weniger... Das ging ein bisschen arg schnell. Auf eine mehr oder weniger optimale Höhe. Und wir gucken mal, was wir hier gemacht haben. Also, genau, wir haben die Magnetic Field Environment Around Luna Magnetometer Scan Data erledigt und die Radio Place Plasma Wave Scan Data. Das heißt, wir müssen jetzt für diesen Vertrag eigentlich nur noch einen Orbit von 0,42 Exzentrik mit einer, at least, das haben wir alles erfüllt, weil unsere Inklination ja sehr hoch ist. Und dann müssen wir ihn 175 Tage dort belassen. Und dann können wir diesen Vertrag auch abhaken. Das sollte nicht das Problem sein, weil die Kiste ja hauptsächlich zum Scannen da ist. So, was wir jetzt machen werden, ist uns mit einem kleinen Umweg über diverse, hoffentlich noch abzuarbeitende Biome. Mal gucken, wo wir noch was kriegen können. Wir nehmen an Science natürlich mit, was wir kriegen können. So. Sind halt immer 42 Science pro Lauf. Das kann man schon mal machen. Hopp, feuerfrei. Und gibt natürlich auch jedes Mal 50.000 Bonus von Too Boldly Go, weil wir da noch nicht waren. Jawohl. So, und jetzt gehen wir mal auf die 300 Kilometer hoch. Ich glaube, jetzt mache ich mal kurz aus. Obwohl, wir haben den Gravity Scanner potenziell, ne? Oder der hat, ist der mittlerweile verbraucht? Ich weiß es nicht. So, nochmal Orbital. Okay, der ist immer noch suboptimal, aber wir steigen ja jetzt auch noch auf 300 und ein bisschen Kilometer. Hey, 25 Zuschauer, vielleicht wird das doch irgendwann mal was mit der Twitch-Partnerschaft. Also ich glaube, um da überhaupt in Frage für zu kommen, muss man durchschnittlich 75 Zuschauer haben auf jedem Stream, den man so macht. Das ist noch ein guter Weg, das ist noch ein guter Weg. Aber auch alles gut ohne Twitch-Partnerschaft, glaub mir. So, das kann ich aber nicht mehr abfeuern. Ich nehme das jetzt mal kurz raus. Wir können nachher immer noch im High Orbit Sachen sammeln. Ich will jetzt mal, dass wir hier hinkommen, um mal zu gucken, wie sich mein
mein Scanner so verhält. Also zumindest scannt er jetzt wieder auf einem halbwegs akzeptablen Feld. So, den lassen wir mal drehen und der Scanner sagt immer noch suboptimal. Okay, da können wir noch ein bisschen höher gehen. Dann würde ich doch sagen, fangen wir doch hier an zu drücken und gehen jetzt einfach mal stumpf auf 500 Kilometer hoch. 750 sogar. Den M700 starte ich im Moment mit Absicht noch nicht. Ich möchte gerne den Auftrag dafür bekommen, um das abzugrasen, dass ich den nach Ressourcen scanne. Also, dass ich Duna nach Ressourcen scanne. Also das ist eine reine Geldüberlebungssache. Okay, ich versuche auf 750 hochzugehen einfach. Wir können eh nicht relayen im Moment, von daher ist die Verbindung zur Probe ja auch so ein bisschen egal. Da muss ich mich gerade selber erstmal mental von lösen, dass die Verbindung zur Probe gerade nicht wichtig ist. Und wir haben noch echt viel Delta-V übrig, um hin und her zu manövrieren für die verschiedenen Scannerhöhen. Von daher, lasst es uns tun. Warum denn nicht? Warum denn nicht? So, 750. Und check. Okay. Gut. Schau uns in die Wiki, da steht, ob die 750 Max 800. Ich glaube dir das auch so, wenn du das sagst. Ich wusste jetzt nur nicht, ob du mit den 750 Opti meintest oder die höchste. Deshalb habe ich auch nochmal so dumm gefragt. Aber jetzt wissen wir es ja. So, und hier haben wir jetzt schon 3% sage und schreibe geschafft. Gut, das wird sich jetzt ein bisschen beschleunigen. Wir gehen jetzt nämlich nochmal rüber auf die Apoapsis. Ich sehe da schon ein Problemchen auf uns zukommen, nämlich, dass unser Scan-Vorgang wahrscheinlich immer mal wieder unterbrochen wird. Dadurch, dass wir den Strom verlieren und der Stromverbrauch ein bisschen zu hoch ist für das, was wir hier treiben. Genau, also da verlieren wir jetzt mal ein Stück. Da kommt er aber wieder. Alles ist gut. So. Und er sagt mittlerweile immer noch suboptimal. Tschüss, 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 tschüss. Mal gucken, ob er sich bei 750 dann fängt. So, wir sind jetzt 750 Kilometer hoch und er müsste jetzt hoffentlich sagen, ideal, sagt er auch. Sehr schön. Okay, also unsere Scan-Vorgänge sind jetzt in Verbau zukünftig viel größere Batterien. Ja, bin ich komplett bei dir, Jin. Ich kann ja auch viel größere Batterien verbauen. Man sieht es auch an den Delta-V-Werten, dass ich da unnötig Gewicht gespart habe. Da hätte ich ruhig ein bisschen mehr Rambazamba draufpacken können, zum Beispiel in Form von Batterien. Ist aber alles cool, denn insgesamt, wenn ich das hier und das hier sehe, hat sich alles schon gelohnt und wir sind noch nicht mal mit der Hälfte der Missionen durch. Gut, jetzt müssen wir mal Gas geben in Richtung ProGride. Ich warte noch einen kleinen Moment. Wir haben eine Minute und vier noch bis zur Apoapsis. Da möchte ich gerne noch ein bisschen näher ran und dann mache ich uns einen ungefähren 750. Die Sonne kannst du mit den Delta-V zu den restlichen Planeten auch noch hinschicken. Ja, kann man tatsächlich überlegen. Ich würde auch mal in Erwägung ziehen, ob man Ike nicht noch mitnehmen kann, wenn ich mit Scannen fertig bin. Oder ob ich einen Flyback tatsächlich mache, denn dann könnte ich hier diesen Discover Duna-Dingsbums komplett erledigen. Wir werden sehen. Also irgendwas werden wir mit dir schon anzufangen wissen, aber jetzt schieben wir sie erstmal hoch auf 750 Kilometer. Ungefähr zumindest. Damit wir das mit dem Scan gut durchexerziert bekommen. Ein bisschen noch. Und aus. Also 750 zu 768. Ja. Ist an Duna je eine Hardcore-Mission grauenhaft fehlgeschlagen? Den Tod eines wichtigen Ingenieurs, den Fast-Tod von drei weiteren Kerbals sowie den nahezu Ruin des Space-Programms hervorgerufen? Nein. Diesmal hat Duna uns reich gemacht bisher. Also von daher alles gut. So, und ich werde jetzt nämlich mal das hier scannen lassen. Das dauert jetzt einfach einen Moment. At least 0,42 Eccentricity. Oh, da müssen wir aber ziemlich hohe Eccentricity gehen. Ich glaube, jetzt haben wir 0,00 irgendwas oder sowas.
also einen sehr exzentrischen Orbit zum Schluss einstellen, wenn wir hier fertig sind. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal zurück und gucken, was die Science-Fabrik so sagt. Wir können uns nämlich ein paar Sachen kaufen und wir können gucken, ob es noch ein paar Aufträge gibt, die wir erfüllen könnten. Mal sehen, mal sehen. Da wäre ja einiges drin und 1400 Science sind tatsächlich auch nichts, wo man die Nase wegen rümpfen sollte. Wir schauen mal. Oh, schon wieder ein bisschen Hochwasser heute im KSC. Wir fangen mal mit den Missionen an. Also, es gibt noch available. Eine Moonbase, das wollen wir nicht. Science Data from Space Around Kerbin. Das könnte man mal nebenbei erledigen. Orbital Survey. Multispektralanalyse habe ich mit. Soil Moisture Scan glaube ich nicht. Kann ich nicht erledigen. Habe ich nicht fünf davon. High Resolution Scan of Ike, bla bla bla. Das könnte man sich noch überlegen, ob man es mal mitnimmt. Den könnte man das später mal erledigen, ja. Ja, ich brauche ja nur fünf von denen machen, genau, aber ich habe ja nicht alle fünf. Also ich habe ja nicht fünf davon. Orbital Teleskop habe ich, Reckon Scan habe ich nicht, Soil Moisture habe ich nicht, Multispektral habe ich, Mystery Goo kann ich nicht nochmal, Iridian Scan habe ich. Damit habe ich drei, richtig? Drei. Von fünf? Das ist zu wenig. Ich habe leider nicht die richtigen Instrumente. Leider, leider. Okay, im Moment sieht das jetzt nicht so aus, als ob. Aber was wir vorbereiten könnten, wäre tatsächlich Launch the Duna Space Station. Oder wir warten jetzt einfach mal schnell ab, dass der andere Vertrag sich erledigt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber jetzt gehen wir erstmal shoppen. Shoppen, 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 shoppen. Also. Precision Propulsion. Kleine Triebwerke schaden eigentlich nie. Und dann wollen wir mal hier hinten den Billigbereich freikaufen, dass wir das Zeug bekommen. Oder schwebt euch gerade etwas im Kopf vor, was wir unbedingt brauchen? Medical Emergency Kerbal Space Station. Ja, ach nö. Nicht schon wieder. Was denn? Experimental Science? Malemute. Oh, das scheint auch irgendein Rover zu sein, ne? Experimente, okay. Ja. Wir können ja mal gucken, wo es Experimente gibt. Also im Unmanned Tech könnten wir natürlich endlich mal bessere Probe Cores bekommen. Das wäre natürlich spannend. Und hätten auch ein neues Experiment. Automation wäre eine ziemlich coole Antenne mit dabei und auch eine gute Relay-Antenne. Die dicken Colonization-Kapseln. Also die Relay-Antenne, muss ich schon mal sagen, die ist bei mir schon mal so im Hinterkopf. Die würde ich fast. Und wir müssen Unmanned Tech dafür machen, weil das wäre geil, die zu haben. Gute Probe-Cores und wir springen rüber zu guter Antenne. Also erstmal Probe-Core mit. Was hat denn der alles? Der hat, glaube ich, SAS, also Stability Assist, Prograde, Retrograde, Radial, Normal Dings und gute Relay-Antennen, damit wir endlich mal Reichweite haben. Wobei ich glaube ich schon kleinere Relay-Antennen hätte, man hätte sie halt nur mitnehmen müssen. Was passiert hier noch so? Na gut, das ist nicht so wichtig. Oh, hier ist momentan erstmal eh Schluss, das können wir uns nicht leisten. Training Academy und der riesen Habitation Ring, aber das kostet 2000. 250 der Spaß. Heat Management hätten wir gebraucht. Der Zug ist abgefahren. Noch mehr Solarpaneele ist, glaube ich, nicht unser Problem. Also ich glaube, wir machen mal zumindest schon mal tatsächlich den Schritt. Oh, was passiert hier? Was kann der denn? Target Tracking, ne? Das wäre natürlich schon ein bisschen sexy, den zu haben.
Also was aber außer Frage steht für mich, ist diese Antenne hier mitzunehmen, damit wir mal ein paar, oder? Jetzt, warte mal, lass mich vorher kurz gucken, was wir für Antennen haben. Bevor ich eine dumme Entscheidung treffe, weil ich eigentlich genug Antennen habe und nur hätte eine mitnehmen sollen. Ein Target-Tracking-Probe-Core wäre natürlich sexy, muss ich sagen. Kommunikation. Also, wir hätten eine 15 Giga Reichweiten-Relay-Antenne im Angebot. Man müsste sie halt nur nutzen. Und wir hätten auch eine, na gut, 2G können wir knicken, aber das Ding hat genauso viel Relay-Reichweite wie dieses Ding hier Funkreichweite. Und da ich mit diesem Ding hier gerade an Duna bin, würde das hier also für ein Relay nach Duna wahrscheinlich reichen. Dann sollte man das einfach mal einsetzen. Okay, das heißt, die Antenne ist gar nicht so sehr ein Must-Have. Wir könnten uns also tatsächlich auf den Probe-Core stürzen, um das hinzubringen. Ja, die Überlegung ist, wenn ich das andere nicht brauche, Bierbau, dann könnte ich tatsächlich ein bisschen Punkte investieren in die niedrigeren Segmente, weil ich ja erst im Science Tree sehe, was passiert, wenn ich es freischalte. Ich glaube, hier ist eh eine Sackgasse. Hier müsste was passieren noch dazwischen, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, hier, Multispektral Imaging Plattform, Atmospheric Sensor. Also, jetzt machen wir erstmal das, was wir eigentlich tun wollten, nämlich wir holen uns diesen geilen Probe Core mit kann alles. Zack. So. Was passiert danach? Noch mehr Probe Cores, Computer Cores, bla bla. Automation hatten wir gesagt, brauchen wir so Ionentriebwerke. Ionentriebwerke. Ist natürlich auch ein sehr interessanter Bereich. Sehr, sehr interessanter Bereich. Specialized Science Gedöns. Small Surface Samples. Science Laboratory. Okay. A location for Kerbals to contemplate novel and innovative approaches for blowing things up. Comes with larger drives to store the larger experiments data. Das scheint ein größeres Labor zu sein, sehe ich das richtig? Onboard Testing Facility, a piece of paper with a pencil. Sehr schön. Okay. Was nutzt der tolle Probe Core, wenn du beim SRS doch eh meist nur den oberen linken Knopf nutzt? Ja gut, jetzt kann ich ja. Was ist das jetzt? Crew Capacity. Ah, es ist ein Science Lab, okay, für 1000 Data reinpassen. Und kann gleichzeitig Dings auftüdeln und hat CurbNet Access. Jetzt die Frage, wie groß das ist, aber das ist natürlich schon ein bisschen cool. Airborne Diode Laser Transmitter, alles klar. Diode Laser Array. Okay, irgendwelche Energieübertragung mit Lasern. Aha. Dish Controller. Dish Transceiver, Entschuldigung. Laser Beam Transmitter. Ha, ich bin am Rätseln, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Specialized Command Modules. Oh, hier wäre natürlich auch das krasse große Orca-Modul. Wo man echt viele Leute reinstecken kann, oder? Sechs Leute, sieben Leute. Three Subtypes. Was? Subtypes? Schwierig, schwierig, schwierig. Räder, viele Räder. So viele gute Sachen, so wenig Science-Punkte. Ion, Science. Großes Command-Modul. Große Module für die ganzen Touris, ja. Braucht dann aber auch ein echt großes Raumschiff. Ich bin hin und her gerissen.
Genau, 92 Tage, dann gibt es natürlich auch wieder 500 Science. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Können natürlich uns auch hier erstmal lang bewegen. Was passiert hier oben eigentlich noch? Very heavy rocketry, das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Hier gibt es noch anderen Nukularkram. Hier komme ich noch. Assembly Plant ist natürlich spannend, wenn ich mal irgendwann was bauen will, ne? Aber da brauche ich 1000 für. Ich könnte natürlich auch sparen und das Assembly freischalten, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Eine Zuschauerabstimmung. Ho, 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 ho. Ja. Neo, mach doch mal einen Poll fertig, ob Ionen, Specialized Science oder Specialized Command Modules. Also, Ion, Science, Command. Kannst du gerne mal einen Straw Poll raushauen und das überlasse ich jetzt mal euch. Da dürft ihr jetzt mal über mein Schicksal entscheiden. Ja, und den Assembly Plant werde ich tatsächlich in nächster Zeit kaum verwenden. Mal gucken, was ihr so dazu sagt. Also Ionen Tech oder Command oder Science Tech oder Command. Und ich denke mal, der Neo ist gerade am Recherchieren, wie er den Straw Poll aufsetzt. Ansonsten, ich gucke auch mal schnell nach. Alton. Oh. Warum spielt gerade der Bot nicht mit? Was ist hier los? Ich glaube, mein Nightbot streikt gerade. Aber er hat doch vorhin noch mitgespielt. Gib mir einen kurzen Moment. Moment, nicht einfach wild rumschreiben. Ich arbeite dran. Ihr kriegt gleich einen echten Straw Poll. Nur mal kurz gucken, was hier eigentlich los ist und warum er nicht mitspielt. So, bababab. Zack. So, Poll. New. So, und der Titel ist. Oh, da ist er. Was soll wieder freischalten? Ah, da war der Neo schneller als ich. Sehr schön. Da habt ihr den Straw Poll. Einfach draufklicken. Wir warten jetzt ein bisschen. Während dies passiert, könnt ihr erstmal wild rumvoten und ich werde hier mal rausgehen. Und ich würde sagen, wir können uns mal kurz. Was ist hier los? Kurz einen kleinen Zeitraffer gönnen. Denn es müsste jetzt einen kurzen Moment dauern, bis die Kiste Duna fertig gescannt hat. Können wir das hier eigentlich sehen? Ja, da sieht man es tatsächlich sogar. Sehr schön. 52%. Also wir warten jetzt gerade, dass der Scan fertig wird. Da wir gerade keine schwerwiegenden Verpflichtungen haben und alles erstmal relativ gut funktioniert, können wir den durchlaufen lassen, in der Hoffnung, dass er mir danach den Biomscan oder einen Ressourcenscan gibt. 81%. Und wir haben immer noch 76 Tage bis zur Minmus Space Station, dass die science-mäßig vollläuft. 90%. Na, 92. 94. Na komm. Kaching. So. Damit hat sich der High Resolution Altimetry Scan erledigt für Duna. Und ich hoffe mal, das gibt uns einen, wie auch immer gearteten, neuen Vertrag.
Okay, Dinge flippen hin und her. Ike, Ike, Ike. Flag on the Moon. Science Data from Surface of Ike. Suitable Location for New Players ist immer noch auf dem Mann. Na gut. Hat er wohl nichts Neues für uns. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch aktiv Science Center from Space Around Kerbin. Das machen wir jetzt gleich, bevor wir rübergehen. Dann probieren wir uns an Duna Probes, weil ich habe jetzt theoretisch, nee, ich schmeiße jetzt den Biom-Scanner an, so rum. Dann würde ich sagen, schicken wir das Shuttle los, um die Typen von der Moon Space Station abzuholen, dass wir die abschalten können erstmal. Und dann müssten wir einen Biom-Scan halbwegs komplett haben, wenn wir mal 2, 3, 3, 4, 5 Tage unterwegs waren. Und dann können wir uns mit den ganzen, mit dem Versuch, die verschiedenen Biome zu erreichen, verlustieren. So. Also. Oder, das könnt ihr mir nochmal sagen, die Lösung der Vernunft wäre natürlich, in einem Jahr und 254 Tagen eine Relay-Antenne hinzuschicken, damit man da arbeiten kann. Dann könnte ich das ein bisschen gesteuerter machen. So, wir gehen jetzt als allererstes Mal zur Kerbin Space Station. 27 Leute haben gewählt. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Sende doch erstmal die Daten des High-Resolution-Scans. Auch ein guter Punkt. Aber ich mache schnell mal meine Verträge fertig und schicke das Shuttle los. Kerbin Space Station, da. Da müsste nämlich momentan das Evakuierungs-Shuttle gedockt sein. Oh, ich habe zwei Achievements abgeschlossen, sagt Twitch. Talkmaster und eins weitere. Aha. Talkmaster, was auch immer das ist. Ich habe, glaube ich, zu viel. Ich verzettel mich gar nicht. Tatsächlich will ich nur die Sachen abgehakt bekommen. Also ich hoffe, ich verzettel mich nicht. Mal gucken. So, und das hier wird eine relativ einfache Geschichte. Hier müssen wir nur schnell mal einen Crew-Transport machen. Crew-Report, Entschuldigung. So heißt es. Zack, das hat die Mission erledigt. Und wenn wir das schon mal haben, können wir gleich noch das Labor befüllen. Da wird auch fleißig geforscht. So. Zack, Science Center vom Space Around Kerbin. Das ist erledigt. Jetzt müssen wir hier einmal gucken, haben wir noch genug Essen für die Typen, aber eigentlich dauert es auch nicht lange. Wir müssen da nur ein bisschen Treibstoff reinlassen. Das sollte relativ fix gehen. Hier ist nämlich noch was. So. Weil wenn wir den jetzt starten, der fliegt jetzt eh dann irgendwie ein paar Stunden nach. Also zum Moon rüber. Zack. So. Auch hier nochmal betanken. Nee, ich glaube, mit dem Verzetteln, da meint der Yin tatsächlich mich. Und nicht dich. So. Gucken wir hier nochmal. Open. Dass wir auch genug Essen mit dabei haben. Monoprop ist okay. Zack, zack, zack. 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 Und irgendwo haben wir hier unser Essen gelagert. Da vermute ich. Nein, falsch. Oh nein. Kann ich nur den abwählen, bitte? Zack, wo ist mein Essen? Da ist mein Essen. So, einmal Fressvorräte auf dem Shuttle wieder auffüllen. So, dann fliegen wir jetzt nämlich ganz kurz los. Das sollte relativ fix gehen. Ich muss ja nur einen Burn machen, um zum Moon rüber zu kommen. Planen wir dann Manöver ein für die Bremsung. Dann nutzen wir die Zeit, die das Shuttle unterwegs ist, um
dem Biomscanner anzuwerfen an Duna, können die SIR-Daten rüberschicken schon mal. Und wir können dann, glaube ich, mal den Poll auflösen, Neo, wenn du magst, wie es ausgegangen ist. Dann weiß ich nämlich, was ich freizuschalten habe. Ionentriebwerke haben 12 Votes bekommen. Science hat 10 Votes bekommen und Command Pods hat 6 Votes bekommen. Das sieht also aus, als ob ich mir die Ionentriebwerke dann gleich freischalten werde, wenn ich das nächste Mal im Kerbin Space Center bin. Danke für eure Stimme. Okay, Ionentriebwerke, it is. So. Euch sind die Burns wohl noch nicht lang genug mit den Atomtriebwerken. Entschuldigt. Ich bin manchmal vielleicht ein kleiner Zyniker, was das angeht. So, zack, zack, zack. Und dann können wir hier den Undock einleiten. Schwupp. So. Control von hier. RCS an. Okay, shuttlemäßig geht's dem guten Mann super. Indefinite Habitation, Indefinite Home. Jebediah ist einfach sehr, sehr, sehr glücklich. Gut, dann machen wir das hier einmal wieder an. Und suchen uns einen Weg rüber zum Moon. Weil dann sind wir da die Station auch demnächst mal komplett los. Wahrscheinlich irgendwo so hier auf der Höhe. Jawohl. So, mal kurz gucken, dass wir auf der richtigen Seite reinkommen. Schwupp, Raumstation ist in diese Richtung unterwegs. Wir sind auch in diese Richtung unterwegs. Alles wird super. Okay, sehr schön. Das heißt, unser Burn passt so. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, dass unser Manöver dran ist. Und dann sind wir hier schon mal unterwegs in Richtung Raumstation, um den Rest abzuholen. Genau, da sitzen ja noch drei Leute rum. Die sollten relativ schnell einzusammeln gehen. Können wir die nach Hause bringen? So. Das ist da. Klappe zu. Soll ja auch ordentlich aussehen, wenn man angeflogen kommt. Und dann sage ich mal Feuer frei. Ich noch mal gucken, dass da nicht die Raumstation im Weg ist. Ja, wir zielen nicht direkt auf sie, aber wir werden sehr schnell, sehr knapp dran vorbeikommen wahrscheinlich. Habe ich so das ungute Gefühl. Na kommt. Mut zur Lücke. Oh, nee. Also wir treffen sie nicht direkt. Aber es reicht, um einigen Leuten im KSC wahrscheinlich ziemlich dicke Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Genau, Top Gun-mäßig einmal den Tower anhusten und feuerfrei in Richtung Mond. So. Gut, unser mittlerweile dritter Flug, glaube ich, mit dem Shuttle. Hat sich schon gelohnt. Also wir waren jetzt schon einmal an Minmus und haben Crew abgeholt. Und einmal am Moon und jetzt fliegen wir wieder zum Moon. Also dieses In-System-Shuttle lohnt sich, glaube ich, vom Konzept her doch relativ gut. Da hinten ist auch schon der Moon zu sehen. Und der liebe Jebediah, jetzt mal gucken, wenn die Habitation von der Station nicht mehr gilt, sagt er 107 Tage. Das ist okay. Da kann ich mitarbeiten.
Das reicht uns auf jeden Fall, um sie zurückzubringen zur Körbin-Raumstation. Und da kriegen sie dann einen Abholer. So, was wir jetzt als nächstes machen, wie gesagt, ist, wir werden, sobald dieser Burn hier fertig ist, kurz das Manöver in die Alarmglock legen für die Bremsung am Mann. Dann gehen wir rüber nach, dann gehen wir kurz runter ins Space Center, holen uns die Ionentriebwerke. Das war ja das, was ihr gerne haben wolltet. Dann gehen wir rüber nach Duna und machen dort den Biomscanner an, nachdem wir mit dem SIR-Scanner ja durch sind, um einen Überblick zu bekommen, was wir für Möglichkeiten haben. Erledigen dann schnell die Abholung an der Moon Space Station. Bis dahin sollten wir ein paar der Biome gescannt haben, dadurch, dass wir um Duna herum rotieren, während wir hier unterwegs sind. Und ich glaube, wir fliegen einen Tag, ja, einen Tag hier hin, kurz andocken, einen Tag wieder zurück. Oder vielleicht 2 Tage zurück, mal gucken. Es geht ja immer ein bisschen langsamer. Und sollten dann eigentlich eine gute Übersichtskarte haben, wo wir mit unserem Hover Rover im Skycrane-Modus hinfliegen wollen. Kann die Moonbase auch in Hibernate setzen? Ob ich die in den Hibernate setzen kann? Das tue ich ja quasi, indem ich das Personal abziehe. Ich kann sie natürlich nicht hibernaten, wenn du sie also ruhig legen oder in Winterschlaf versetzen, wenn da Kerbals drauf sind, weil die dann schlicht und ergreifend sterben würden. Deshalb hole ich die Besatzung ja ab. Und im Prinzip ist es genau das. Also sowohl die Moonbase unten als auch die Moon Space Station sind nur im Winterschlaf. Die werden nicht. Aha, Winterschlaf. Die werden nicht abgerissen oder sowas. Sondern die können wir später, wenn Bedarf besteht, immer wieder in Betrieb nehmen. Genau, Winterschlaf. Den habe ich leider auch erst zu spät bemerkt. Da hatte ich schon geredet. Also es wird nichts eingestampft oder sowas. Also ich pappe da jetzt keinen Sprengstoff ran, um es in die Luft zu jagen. Das sind einfach nur jetzt ein bisschen, ich sag mal, ressourcenschonend arbeiten, damit wir uns darauf konzentrieren können, die Sachen voranzutreiben, die wir für unsere hoffentlich bald anstehende Duna-Kolonisierung brauchen. So, da kommt unser Manöver. Schwupp. Dankeschön. Gut, und dann haben wir hier nämlich irgendwo die Space Station. Da, zack. Können wir die schon als Ziel setzen, bitte? Und dann können wir hier nämlich schon mal. Eine kleine Bremsung vollführen. So. Muss noch gar nicht so tief, denke ich mal. So, dann machen wir hier eine kleine Bremsung. Machen dann eine Korrektur auf die richtige Höhe und suchen uns dann ein schönes Rendezvous. So, und das Ding wollte ich jetzt nämlich kurz geplant haben und hier reinlegen, damit wir es nicht verpassen. So, und jetzt können wir mit einem kurzen Umweg über Space Center, um unseren Einkauf zu machen. Von Ionentriebwerken, das habe ich natürlich nicht vergessen, Thorsten. Was denkst du denn von mir? Was denkst du denn von mir? Und guten Abend übrigens an den Elu und den Freedom Nerd. Euch zwei hatte ich heute noch nicht gesehen. Ihr seid mir zumindest noch nicht aufgefallen. So, und gute Nacht im gleichen Zuge dann an den lieben Klims, der sich jetzt hinhaut oder auch nicht, auf jeden Fall den Stream verlässt. So, und ich denke, die einzigste valide Ausrede dafür ist, dass er ins Bett muss. So, Ionenpropulsion. Ja, kaufen wir das mal. Da gibt es ja so ein paar spannende Dinge. Das müssen wir uns nochmal angucken. Also ich kenne den Kram hier ganz gut. Und das und das. Der ganze andere Zeugs, Krams, ist auf jeden Fall irgendwas anderes, was ich mir dann auch mal angucken muss. Sind das ionenbasierte. Hydrazin benutzen die, okay. Egal, ich kaufe jetzt erstmal die Ionendinger. Ich habe ja gesagt, ich kaufe die, also kaufe ich sie auch. So, und schwuppdiwupp sind wir damit auch schon fertig und gehen zurück nach Duna, wo wir jetzt ja eigentlich heute unsere Hauptaufgabe haben, mit der wir eigentlich auch bisher ganz gut vorankommen, muss ich sagen. Ich bin positiv überrascht.
Auch wenn das mit dem Reaktor zugegebenermaßen so mittelgut war. So mittelgut. So. Bin ich bei der richtigen Mission to do, ne? Ne, ich bin bei der auf dem Boden, ne? Ich will zu der anderen. Kann ich die anklicken einfach hier eigentlich? Mission to do na probe. Right? Right. Okay. Die will ich fliegen. Thank you.